Die italienische Popsängerin Gianna Nini ist schwanger. Das kommt im Popgeschäft immer häufiger vor, gerade wenn man sonst nichts Neues mehr von den Sängerinnen hört. Aber hier ist es noch etwas Besonderes. Sie ist schon 54. Ich vermute, sie will sich vor dem Kind als Großmutter ausgeben und sagen, die Mutter wäre verschollen. Bei Männern ist es nichts Besonderes, im Seniorenalter noch Kinder zu kriegen. Und das hat für sie den Vorteil, dass sie das Kind nicht windeln müssen, weil sie zu zittrig sind. Aber es ist doch schön zu sehen, dass es Frauen gelingt, Karriere und Mutterschaft zu vereinen. Einfach nach der Karriere das Kind kriegen. Morgen geht's weiter.